Ich lade euch ein, die Heilige Schrift mit mir aufzuschlagen zum Evangelium nach Lukas. Wir fahren fort mit unserer Predigtserie durch das Lukas-Evangelium. Schlagt gerne mit mir auf zu Lukas Kapitel 8. Wir lesen miteinander die Verse 4 bis 15. Lukas Kapitel 8, die Verse 4 bis 15. Und hier heißt es in Gottes heiligem Wort. Als sich aber eine große Volksmenge versammelte und sie aus jeder Stadt zu ihm hinkam, sprach er in einem Gleichnis. Der Sämann ging hinaus, seinen Samen zu säen. Und indem er säte, fiel einiges an dem Weg und es wurde zertreten. Und die Vögel des Himmels fraßen es auf. Und anderes fiel auf den Felsen. Und als es aufging, verdorrte es, weil es keine Feuchtigkeit hatte. Und anderes fiel mitten unter die Dornen. Und indem die Dornen mit aufwuchsen, erstickten sie es. Und anderes fiel in die gute Erde und ging auf und brachte hundertfache Frucht. Als er dies sagte, rief er aus, wer Ohren hat zu hören, der höre. Seine Jünger aber fragten ihn, was dieses Gleichnis bedeutete. Er aber sprach, euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu wissen, den übrigen aber in Gleichnissen, damit sie sehend nicht sehen und hören nicht verstehen. Dies aber ist die Bedeutung des Gleichnisses. Der Same ist das Wort Gottes. Die aber an dem Weg sind die, welche hören, dann kommt der Teufel und nimmt das Wort von ihren Herzen weg, damit sie nicht glauben und gerettet werden. Die aber auf dem Felsen sind die, welche, wenn sie hören, das Wort mit Freuden aufnehmen, und diese haben keine Wurzel. Für eine Zeit glauben sie, und in der Zeit der Versuchung fallen sie ab. Das unter die Dornen fiel, sind die, welche gehört haben und hingehen und durch Sorgen und Reichtum und Vergnügungen des Lebens erstickt werden und nichts zur Reife bringen. Das in der guten Erde aber sind die, welche in einem redlichen und guten Herzen das Wort, nachdem sie es gehört haben, bewahren und Frucht bringen mit Ausharren. Amen. Amen. Lass uns beten. Unser Herr Jesus Christus, du König aller Könige, auch jetzt ergeht wieder dein Wort des Lebens, das ausgestreut wird. Und Herr, wir bitten dich, erbarme dich, dass dein Wort auf Herzen fällt, die es aufnehmen, die es verstehen, die es bewahren und Frucht bringen mit Ausharren, Herr. Schenk doch diese Gnade jetzt und wirke an einem jeden Herzen zu deiner Ehre allein. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Heute Morgen hörten wir, wie Christus umherzog von Ort zu Ort, um zu predigen und dabei von gläubigen Frauen unterstützt wurde in seinem Dienst. Und wir hörten, dass viele dem Herrn Jesus Christus folgten. Das haben wir auch gerade in unserer Lesung in Matthäus 4 gehört. Also da waren viele da, die Jesus Christus zuhörten, die zu ihm kamen. So heißt es auch in unserem Text, Vers 4. Als sich aber eine große Volksmenge versammelte und sie aus jeder Stadt zu ihm hinkam. Und man könnte beinahe beeindruckt sein von dieser Zahl. Aus jeder Stadt kommen Menschen herbei, um den Herrn Jesus Christus zu hören. Aber der Mensch sieht bloß das, was vor Augen ist. Gott aber sieht das Herz an. Ja, da waren viele Menschen. Ja, viele Menschen sind gekommen, um den Herrn Jesus zu hören. Aber der Schein trügt. Denn nicht alle Zuhörer bei weitem glaubten an den Herrn Jesus Christus und nahmen wirklich das an, was er zu sagen hatte. Christus erklärt darum, was wirklich unsichtbar in den Herzen der Menschen vor sich geht. Er erklärt es durch ein einfaches Gleichnis, damit wir verstehen, was da passiert, geistlich gesprochen, bei diesem Prozess, wenn das Wort gepredigt wird und Menschen zuhören. Als sich aber eine große Volksmenge versammelte und sie aus jeder Stadt zu ihm hinkam, sprach er in einem Gleichnis. Das griechische Wort für Gleichnis meint eigentlich so viel wie etwas, das man neben eine andere Sache stellt. Also es geht um einen Vergleich.
Ein biblisches Gleichnis kann man vielleicht so definieren. Es ist eine irdische Geschichte mit einer geistlichen Bedeutung. Eine irdische Geschichte mit einer geistlichen Bedeutung. Also eine irdische Veranschauung für das Geistliche, was im Reich Gottes passiert. Geistliche Vorgänge werden mit natürlichen Vorgängen verglichen. Und mit so einem Gleichnis haben wir es heute zu tun. Und unser Text lässt sich ganz einfach in drei Punkte aufteilen. Nämlich erstens spricht Christus das Gleichnis. Dann zweitens erklärt er, warum er überhaupt in Gleichnissen zu uns spricht. Und drittens erklärt er dann dieses Gleichnis seinen Jüngern. Also ganz einfach. Erstens also, Christus spricht das Gleichnis. Ab Vers 5. Der Sämann ging hinaus, seinen Samen zu säen, und indem er säte, fiel einiges an den Weg, und es wurde zertreten, und die Vögel des Himmels fraßen es auf. Und anderes fiel auf den Felsen, und als es aufging, verdorrte es, weil es keine Feuchtigkeit hatte. Und anderes fiel mitten unter die Dornen, und indem die Dornen mit aufwuchsen, erstickten sie es. Und anderes fiel in die gute Erde, und ging auf und brachte hundertfache Frucht. Und als er dies sagte, rief er aus, wer Ohren hat zu hören, der höre. Also Christus spricht hier von einem natürlichen Vorgang, den alle Leute kennen. Also ein Sämann, ein Landwirt, er geht aus, um seine Saat auszustreuen. So, und wenn er so umhergeht, fällt dieser Same auf vier unterschiedlichen Bodenarten. Einmal auf dem Weg, einmal auf felsigen Boden, einmal auf dornigen Boden und auf gute Erde. Und zunächst einmal hören wir viel etwas auf dem Weg. Denn durch Felder verläuft oftmals so ein Trampelpfad. So ein Weg ist ein festgetretener Untergrund. Und die Saat, die darauf fällt, die geht nicht auf. Menschen gehen auf dem Weg entlang, zertreten die Saat. Und dann hören wir auch noch, kommen Vögel und picken diese Körner auf, fressen es. Da geht überhaupt nichts auf, da tut sich gar nichts. Okay, aber anderes Saatgut fällt auf felsigen Boden. Das heißt, steiniger Untergrund, aber überdeckt mit einer dünnen Erd- oder Sandschicht. Und hier geht die Saat tatsächlich schnell auf, aber der Schein trügt. Es wächst zwar empor, aber es welkt sogleich wieder. Es stirbt, weil es keine Wurzeln im Erdreich hineinwachsen konnte, sondern ja, es gab keine Feuchtigkeit, die man ziehen konnte aus dem Erdreich. Also verdorrt die Pflanze aus Mangel an Wasser und Nährstoffen, eingegangen durch die Hitze der Sonne. Ja, und die anderen Samen, die fielen unter die Dornen. Das heißt, die Dornensträucher in Israel, die werden ziemlich groß und die ziehen einfach alles Wasser aus dem Boden und daneben wächst im Grunde gar nichts. Die Dornen überwuchern alles und der Keimling erhält kein Sonnenlicht, keine Nährstoffe. Der Keimling wird regelrecht erstickt. Wie erdrückt geht er ein. Aber dann gibt es noch diesen vierten Untergrund, das ist der gute Boden. Hier ging die Saat tatsächlich auf und brachte hundertfach Frucht. So eine Getreideähre mit hundertfach Frucht ist nicht gängig. Das heißt, für die Zuhörer damals war klar, das ist Boden, der steht unter Gottes Segen. Gott ist es hier, der diesen wunderbaren, außergewöhnlichen Wachstum schenkt. Denn es heißt zum Beispiel in Genesis Kapitel 26, Vers 12, und Isaak säte in diesem Land und gewann in jenem Jahr das Hundertfache, so segnete ihn der Herr. Also wenn man hört, hundertfach Frucht, ist klar, ein besonderer Segen des Herrn. Es ist seine Gnade. Also dieser Boden ist gesegnet von dem Herrn. Der Herr schenkt dort in besonderer Weise seine Gnade, dass das passiert. Das ist das Gleichnis, das Christus spricht. Und er schließt das ab mit den Worten, wer Ohren hat zu hören, der höre. Mit anderen Worten, wer fähig ist, dieses Gleichnis zu verstehen, der verstehe es und nehme es zu Herzen. Denn viele hörten Jesus Christus, aber wer hat ihn eigentlich wirklich gehört? Viele haben Ohren und können ihn akustisch verstehen, aber wer hat ihn wirklich gehört? Wer hat ihn wirklich verstanden? Nun, die Jünger haben ihn nicht so ganz verstanden, nicht so wirklich, also sie fragen lieber nach. Und Christus erklärt ihnen nun zunächst einmal, warum er überhaupt so in Gleichnissen zu ihnen spricht. Und das ist unser zweiter Punkt. So, Christus erklärt, warum er in Gleichnissen spricht. Vers 9. Seine Jünger aber fragten ihn, was dieses Gleichnis bedeutet. Er aber sprach, euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu wissen, den übrigen aber in Gleichnissen, damit sie sehend nicht sehen und hörend nicht verstehen. Also warum spricht der Herr Jesus Christus in Gleichnissen? Warum?
Manche würden sagen, ja, er gebraucht so einfache Vergleiche, damit auch wirklich jeder verstehen kann, was er zu sagen hat. Nein, du irrst dich. Die Gleichnisse Jesu sind im Grunde wie diese Feuersäule, die Israel durch die Wüste geführt hat. Denn diese Feuersäule hatte eine Doppelwirkung. Also für die Juden spendete sie Licht und damit Schutz und Orientierung. Und für die Ägypter war sie ganz und gar Finsternis, Verblendung, dass sie nicht verstanden, wo die Israeliten sind. Ja, und so hat auch dieses Gleichnis und die Gleichnisse Jesu eine Doppelwirkung. Für die Gläubigen sind Gleichnisse tatsächlich eine Hilfe zum Verständnis. Sie spenden uns Licht. Für die, die Ohren haben zu hören, denen es gegeben ist, die Gleichnisse Gottes zu verstehen. Nochmal Vers 10. Christus sprach zu seinen Jüngern, euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu wissen. Das heißt, ihnen ist es geschenkt, die Dinge über das Reich Gottes zu erkennen und glauben zu dürfen. Christus schenkte ihnen diese Erkenntnis und er gibt ihnen darum auch diese Erklärung. Er weiht sie also ein in die Geheimnisse des Reiches Gottes. Geheimnis in der Heiligen Schrift meint etwas, was ein Mensch aus sich selbst heraus niemals ergründen könnte, was du niemals erforschen könnte, sondern was Gott offenbaren muss. Denn das Reich der Himmel ist nicht ein irdisches Reich, was man irgendwie bereisen oder erforschen könnte, sondern es ist ein himmlisches Reich und nur derjenige hat wahre Erkenntnis davon, wenn Gott es ihm offenbart. Euch ist es gegeben. Zu verstehen, was ist das Reich Gottes? Wie wächst das Reich Gottes? Wie wird man eigentlich Teil des Reiches Gottes? Und wie lebt man in diesem Reich Gottes? Alles Geheimnisse, die Christus seinen Jüngern offenbart, ihnen ist es geschenkt. Sie dürfen es wissen, er weiht sie ein. Wie es heißt im Psalm 25, der Herr zieht ins Vertrauen, die ihn fürchten. Der Herr offenbart denen, die ihn fürchten, die Geheimnisse des Reiches Gottes. Für die Gläubigen ist das Gleichnis auch hier tatsächlich eine Hilfe. Es lehrt uns, besser zu verstehen, wie die unsichtbaren Vorgänge des Reiches Gottes ablaufen. Aber für die Ungläubigen ist genau das Gegenteil der Fall. Für sie ist dieses Gleichnis nicht dazu da, dass sie das Reich Gottes besser verstehen, sondern ganz im Gegenteil dafür, dass sie rein gar nichts verstehen. Ist dir das aufgefallen im Text? Nochmal Vers 10. Euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu wissen, den übrigen aber in Gleichnissen, damit sie sehend nicht sehen und hörend nicht verstehen. Das ist eigentlich ein Zitat aus Jesaja Kapitel 6, wo Gott seinen Propheten sendet und sagt, sie wollen nicht hören, sie hören nicht. Und dann sagt der Herr zu Jesaja, geh hin und sprich zu diesem Volk, hören, ja hören sollt ihr, aber nicht verstehen. Sehen, ja sehen sollt ihr, aber nicht erkennen. Mache das Herz dieses Volkes fett. Mache seine Ohren schwerhörig und verklebe seine Augen, damit es mit seinen Augen nicht sieht und mit seinen Ohren nicht hört und sein Herz nicht einsichtig wird und es nicht umkehrt und Heilung für sich findet. Hörst du diese Worte? Es ist also Gericht, wenn Gott nicht mehr deutlich spricht, denn sie wollten nicht hören. Das Gericht ist über sie beschlossen und darum bleibt ihnen das verborgen. Es wird ihnen nicht erklärt, nicht offenbart. Sie werden nicht Teil des Reiches Gottes, verstehst du? Du hast richtig gehört. Darum sprach Christus die Gleichnisse, damit das Reich Gottes vor den Ungläubigen, die nicht hören wollen, das Reich Gottes verborgen bleibt und sie nicht gerettet werden. Es ist ein Strafgericht für sie. Wir lesen das noch einmal sehr, sehr deutlich in Markus Kapitel 4. Da heißt es, Christus spricht wieder, wer Ohren hat zu hören, der höre. Und als er alleine war mit den Jüngern, fragten ihn die, die um ihn waren, samt den Zwölfen nach den Gleichnissen. Und er sprach zu ihnen, euch ist das Geheimnis des Reiches Gottes gegeben. Jenen aber, die draußen sind, wird alles in Gleichnissen zuteil. Wozu? Damit sie sehend sehen und nicht wahrnehmen und hörend hören und nicht verstehen. Wozu? Damit sie sich nicht etwa bekehren und ich ihnen vergeben werde. Hast du das gehört? Gott hat beschlossen, dass sie sich nicht bekehren sollen und dass er ihnen nicht vergeben wird. Das lesen wir hier klipp und klar. Weil das Gericht über sie beschlossen ist. Sie haben nicht gehört, sie wollte nicht hören und damit ist das Gericht für sie beschlossen. Wehe dir, wenn das der Fall ist in deinem Leben, wenn Gott so oft zu dir gesprochen hat, aber du willst nicht hören
Nein, er wird dir nichts offenbaren. Dein Gericht ist beschlossen. Und es führt uns ja weigerlich jetzt zu diesem dritten Punkt, zu der Erklärung des Gleichnisses. Denn der Herr weiht die, die ihn fürchten, ein, was dieses Gleichnis bedeutet. Drittens also die Erklärung des Gleichnisses, Vers 11. Dies aber ist die Bedeutung des Gleichnisses. Der Same ist das Wort Gottes. Also das Wort Gottes, das gepredigt wird, das ist wie ein Same. Das heißt, der Same trägt Kraft zum Leben in sich, Kraft zum ewigen Leben, das entstehen kann in einem Menschen, wenn er das Wort empfängt. Nur durch Gottes Wort kann ein Mensch Kraft zum neuen ewigen Leben im Himmelreich Gottes empfangen und wahre Frucht hervorbringen. Das heißt, wahres Leben, das ewig bleibt, passend für das Königreich Gottes. Das Wort ist die frohe Botschaft vom Reich Gottes, die Botschaft, dass Gott Gnade und Vergebung schenkt, ewiges Leben durch seinen Sohn für alle, die kommen und Buße tun. Das, was Christus gepredigt hat, wie wir gelesen haben in Matthäus Kapitel 4, tut nun Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. In Christus, seinem Sohn. Hier ist Vergebung, hier ist ewiges Leben, hier ist ewiges Heil für alle, die jetzt zu ihm kommen, zu diesem Christus. Dieses Wort hat gewaltige Kraft. Wie Paulus einmal sagt, ich schäme mich nicht für das Evangelium. Denn das Evangelium ist Gottes Kraft zur Rettung, zum Heil für Menschen. Gewaltige Kraft, ein Same des Lebens, wenn er aufgenommen wird, ins Herz und aufgeht. Christus ist dieser Sämann, der hinausgeht. Und die Apostel und alle anderen, die das Wort Gottes predigen und austeilen an die Menschen. Und Christus verkündigte es überall, überall. Und viele, viele Menschen hörten ihn. Und das Wort fällt in ganz unterschiedliche Herzen. Bei der Mehrheit passiert, und das lernen wir durch dieses Gleichnis hier, in Wirklichkeit gar nichts. Es mag vielleicht mal so kurz aussehen, aber in Wirklichkeit gar nichts. Nur bei der Minderheit hier passiert es, dass sie gerettet werden, dass ewiges Leben entsteht. Große Menschenmassen können kommen und das Wort hören. Aber über die Zeit hinweg wird sich offenbaren, dass die meisten von ihnen keine wahre Frucht bringen. Vers 12. Die aber an den Weg sind die, welche hören, und dann kommt der Teufel und nimmt das Wort von ihren Herzen weg, damit sie nicht glauben und gerettet werden. Also das ist die erste Bodenart, von der wir hier hören. Manche hören das Wort, wie auch immer, vielleicht jetzt hier im Gottesdienst, vielleicht von einem Verwandten, vielleicht hast du selber gelesen in der Heiligen Schrift, wie auch immer. Du hörst das Wort Gottes, aber es geht hier rein, da raus. Du bewahrst davon rein gar nichts. Du bist vielleicht im Gottesdienst und du gehst nach Hause und das war's. Du denkst nicht mehr darüber nach, es bleibt überhaupt gar nichts bei dir. Du lehnst es im Herzen ab und sagst im Grunde nein, danke. Nichts, was wert wäre, sich damit weiter zu beschäftigen. Christus gibt uns hier so einen Einblick in dieses unsichtbare Geschehen, dass da nicht einfach hartherzige Menschen bloß sind, die das ablehnen, sondern dass da noch mehr dahinter steht, wenn so etwas passiert. Es ist der Teufel, der Dieb. Er kann das Wort tatsächlich, das gesät wurde, aus den Herzen von Menschen wegreißen, stehlen. Wozu? Achte ganz genau darauf, wozu? Damit ein Mensch nicht glaubt und nicht gerettet wird. Das heißt, nicht Teil des ewigen Reiches Gottes wird, nicht ewiges Leben hat. Das ist das Ziel des Satans, dass man gar nicht glaubt und dass man darum nicht gerettet wird und nicht Teil des Reiches Gottes wird, nicht das ewige Leben hat. Das heißt, der Same wird gefressen, beziehungsweise er wird zertrampelt, als sei es wertlos. Denn der Satan arbeitet gerne durch Menschen. Also er bedient sich Menschen, um diese Samen zu zertrampeln. Vielleicht ist es dein Partner, deine Eltern, irgendwelche Kollegen oder irgendwelche Freunde sonst, die in deinem Umfeld sind, die den Glauben einfach ins Lächerliche ziehen, im Grunde die Botschaft des Reiches Gottes mit Füßen treten und du hörst das und ja, dann ist für dich die Sache auch vorbei. Wenn so die Menschen dagegen sind und ja, das Wort Gottes wird gleich aus deinem Herzen rausgerissen, aber auch hier in der Gemeinde, ihr Lieben. Woche für Woche gibt es diese Gefahr noch heute. Wir haben einen Dieb, der umhergeht. Und es geht nicht um deine Brieftasche, es geht um deine Seele, um das ewige Leben,
Immer wenn das Wort ausgestreut wird, ist dieser Dieb nicht fern. Von manchen von euch heute wird er das Wort, das ich zu euch gepredigt habe, das aus Gottes Wort kommt, das nicht mein Wort ist. Er wird es rausreißen aus euren Herzen, sodass ihr nicht glaubt und nicht gerettet werdet. Der Prediger J.C. Ryle sagte darum, nirgendwo ist der Teufel so aktiv wie in einer Gemeinde, wo das Evangelium gehört wird. Nirgendwo arbeitet er so hart, um den Fortschritt des Guten aufzuhalten, um zu verhindern, dass Männer und Frauen gerettet werden. Vom Teufel kommen umherschweifende Gedanken, abschweifende Fantasien, teilnahmslose Gemüter, schwerfälliges Erinnerungsvermögen, verschlafene Augen, unruhige, also hippelige Nerven im Gottesdienst, müde Ohren, abgelenkte Aufmerksamkeit. Bei all diesen Dingen hat der Satan massiv seine Hände mit im Spiel. Die Menschen fragen sich, wo diese Dinge herkommen und wundern sich, warum sie Predigten so langweilig finden und sich kaum daran erinnern können. Solche Menschen vergessen das Gleichnis vom Seemann, sie vergessen den Teufel. Nimm dich in Acht. Weißt du, es geht um deine Seele, es geht um das ewige Leben. Es geht darum, dass du nicht in den ewigen Tod gehst. Also wie ist das bei dir? Wie oft hast du das Wort schon gehört? Aber es ist nie angekommen bei dir. Du hast es nie zu Herzen genommen. Sofort wurde es gestohlen. Also du möchtest nicht glauben und du willst nicht gerettet werden. Schau, flehe doch heute, dass der Herr diesen Feind wehrt. Flehe doch darum, dass er dir Gnade schenkt, dass du von diesem Dieb bewahrt bleibst und von diesem Zertrampeln, sondern dass das Wort doch tatsächlich bei dir ankommt, dass du Glauben und Rettung findest. Möge es so sein. Bei anderen von euch wird es anders sein. Nämlich Vers 13, die aber auf dem Felsen sind die, welche, wenn sie hören, das Wort mit Freuden aufnehmen. Aber diese haben keine Wurzel. Für eine Zeit glauben sie. Und in der Zeit der Versuchung fallen sie ab. Das heißt, es gibt manche, auch in unserer Mitte, die das Wort Gottes mit Freude aufnehmen. Wie oft habe ich das gesehen in meinem Leben? Wie Menschen enthusiastisch das Wort Gottes aufnahmen und zu allem gesagt haben, ja und Amen, von einfach die hellauf begeistert sind, Feuer und Flamme und lautstark bekennen, ja, das gilt mir, ich nehme das an und es wirkt so vielversprechend in ihrem Leben. Sie nennen sich dann auch Christen und sie lassen sich sogar taufen. Alles wunderbar. Aber dann nach einiger Zeit sieht man, dass das alles nur Strohfeuer war. Kurzweilige Emotionen. Sie sind Menschen ohne Wurzel, also Menschen des Augenblicks, heißt es an einer anderen Stelle, die nur für eine gewisse Zeit lang glauben und dann ist es vorbei. Also sie bekennen Glauben, bis etwas passiert, bis Gott etwas hineinsendet in ihr Leben. Also die aber auf den Felsen sind die, welche, wenn sie hören, das Wort mit Freuden aufnehmen und diese haben keine Wurzel für eine Zeit, glauben sie wie lange? Und in der Zeit der Versuchung fallen sie ab. Das heißt, sie glauben eine Zeit, bis sie in die Zeit der Versuchung geraten. Besser übersetzen könnte man, bis sie in die Zeit der Prüfung kommen. Also ihr Glaube wird tatsächlich auf die Probe gestellt. Der Glaube eines jeden Christen wird auf die Probe gestellt mit diversen Versuchungen. Ob es Bedrängnis ist um Christi willen, Angriffe aufgrund des Glaubens, Verachtung von Menschen, was auch immer, dass du solche Gegenwehr erlebst, dass geprüft wird, ob du wirklich im Glauben dranbleibst. Das geschieht bei jedem von uns. Plötzlich, wenn der Glaube etwas kostet, wenn du vielleicht leiden musst und Nachteile hast, Gott prüft den Weg eines jeden Bekenners. Und falsche Christen, die keine Wurzel haben, sie fallen in dieser Zeit ab. Sie fallen in dieser Zeit ab. Das heißt, ja, wir Calvinisten, damit das auch alle verstehen, glauben an einen Abfall vom Glauben. Aber wir sprechen hier von einem temporären Glauben, der niemals Wurzeln hatte und der nicht ausharrt bis ans Ende. Solche Menschen fallen ab vom Glauben. Und solche Menschen werden offenbar im Feuer, in der Prüfung Gottes. Also wenn die Hitze der Sonne, also die Verfolgung und die Bedrängnis, die Sonnenglut der Anfechtung auf sie herabstrahlt, dann fallen sie ab und sie bleiben nicht im Glauben. Und wie oft habe ich das gesehen in meinem Leben? Ich habe aufgehört zu zählen. Menschen, die am Anfang hellauf begeistert waren, voll dabei waren,
aber in Wirklichkeit, ja, sie waren berührt, haben vielleicht sogar geweint und haben so viele Dinge getan. Aber da war keine echte Wurzel, denn sonst wären sie im Glauben geblieben. Denn wo eine Wurzel ist, bleibt man im Glauben. Aber sie hatten nie eine und darum fielen sie ab. Und wie oft wurden Gläubige auch wirklich von so Kurzgläubigen wirklich bitter enttäuscht. Und das haben alle Männer Gottes seit jeher erlebt. Charles Haddon Spurgeon beschreibt, wie er das erlebt hat. Und ihr wisst, viele, zahlreiche Menschen sind gekommen. Und da waren Tausende und Abertausende, die ihn gehört haben, auf der ganzen Welt auch. Und wie oft hat er gehört, dass Leute begeistert waren und gesagt haben, tolle Predigt, und sie waren begeistert. Und wenn dann plötzlich eine Enttäuschung in ihr Leben kommt, dann fallen sie ab. Und er beschreibt, dass das Menschen waren, die sie getauft hatten und aufgenommen hatten in ihre Gemeinde. Und er vergleicht das Ganze mit dieser griechischen Sage von Orpheus, von dem man sagte, dass er so hinreißend das Instrument spielen konnte, dass sogar Steine anfingen, wie lebendig zu tanzen nach seiner Musik. Alles nur Mythen und Legenden. Aber Spurgeon greift diese Legende auf und sagt, im Grunde passiert das so oft in unserer Mitte, dass gepredigt wird und im Grunde sind das Menschen mit Herzen aus Stein, aber sie regen sich und bewegen sich. Es wirkt so, als wären sie lebendig. Aber in Wirklichkeit bleiben sie doch tot. Tot. Der anfängliche Glaube erlischt schon bald. Bist du so jemand? So jemand? Dass du am Anfang hellauf begeistert warst, wird das alles daran enden, dass du abfällst vom Glauben, dass du nicht dran bleibst, weil du in Wirklichkeit in deinem ganzen Leben nur oberflächlich gehört hast. Es waren so kurzweilige, oberflächliche Emotionen. Das Wort hat nie tiefgründig wirklich in dir Wurzeln geschlagen. Ist das der Fall in deinem Leben? Merkst du Anzeichen davon, dass du nicht mehr die erste Liebe hast? Dass du geistlich gesehen immer schwächer wirst? Dass du geistlich gesehen nicht wächst? Sondern dass du eine kurze Zeit hattest, wo du aufgesprossen bist und jetzt plötzlich ist es wie, als würdest du verwelken? Ist das so in deinem Leben? Und tu Buße, ehe es zu spät ist. Verstehst du? Es geht um das ewige Leben. Fleh doch, wenn du merkst, dass du in Wirklichkeit noch so ein hartes Herz hast und dass das Wort so wenig wirklich in dich dringt, dann flehe doch heute, Herr, zerschlage diesen felsigen Boden meines Herzens. Wie es heißt in Jeremia, Kapitel 23, ist mein Wort nicht brennend wie Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmettert. Bete doch darum, dass das Wort Gottes wirklich deinen Boden des Herzens doch zerschlägt und das Wort tiefe Wurzeln in dir schlagen kann. Möge der Herr schenken, dass das der Fall ist in deinem Leben. Und dann ist da diese dritte Bodenart. Das aber unter die Dornen fiel, sind die, welche gehört haben und hingehen und durch Sorgen und Reichtum und Vergnügungen des Lebens erstickt werden und nicht zur Reife bringen. Also manche von euch hören das Wort Gottes. Aber sie nehmen es vielleicht mit, sie denken vielleicht auch darüber nach, aber niemals so, dass sich irgendetwas reifen kann in ihrem Leben. Niemals so, dass wirklich etwas wächst. Niemals so, dass wirklich etwas gedeiht. Denn da sind Dornen, die im Grunde alles ersticken, die deine ganze Kraft, deine Zeit, deine Aufmerksamkeit, alles rauben, alles an sich reißen. Das können zum Beispiel, Jesus sagt, Sorgen sein. Also, dass du dir um alles Mögliche Gedanken machst, dass du so viele Probleme hast, dir um so viele Dinge Gedanken machst, dass das alles, diese ganzen Sorgen, dein Denken einnimmt. Und dafür überhaupt gar kein Raum mehr ist, dass du nachdenkst über deine Seele, über das ewige Leben, über das ewige Verderben. Du denkst nicht darüber nach. Das sind einfach so viele Dinge, die über dich wuchern und dein ganzes Denken einnehmen und im Grunde alles ersticken, was mit Gott zu tun hat. Aber es müssen ja nicht bloß einfach nur Sorgen sein. Ängste und Zweifel und so viele Probleme, mit denen man sich beschäftigt. Es können auch viele erstmal schöne Dinge sein, die dich ablenken. Christus nennt hier Reichtum, also Geld, Besitz, also ständig mit den Gedanken vielleicht dabei zu sein. Was könntest du dir kaufen? Wie könntest du mehr Geld machen? Wie könntest du dein Geld schützen? Es geht alles nur um deine Arbeit, es geht alles nur um Besitz. Dass du gar nicht die Zeit dafür findest, nachzudenken, was ewig Bestand haben wird. Dass du gar nicht daran denkst, Schätze im Himmel zu sammeln, sondern nur im Hier und Jetzt lebst. Es können auch Vergnügungen des Lebens sein.
sündhafte Dinge und vielleicht Dinge, die gar nicht sündhaft sind, die wir einfach genießen, woran wir uns erfreuen. Aber wenn diese Dinge dir mehr wert sind als das Reich Gottes, dann erstickt es alles in dir. Manche haben einen ungläubigen Partner, sind verliebt in irgendeinen Menschen und alle Gedanken sind darauf und Vergnügungen des Lebens und es erstickt alles, was du gehört hast in Bezug auf Gott. Ich kann mich erinnern an einen jungen Mann, bei dem es am Anfang so gut aussah und dann verließ er uns, weil er gesagt hat, er weiß, er müsste seine Spielsucht aufgeben. Seine Spielsucht. Er war berufsmäßig schon Mitspieler, mit irgendeiner Konsole oder was auch immer hat er gespielt im Internet. Konkurrenz, Wettkampf und so weiter. Und er hat verstanden, er hängt die ganze Zeit an diesem Gerät. Und er muss sich jetzt entscheiden, ewiges Leben oder einfach dieses Vergnügen. Wir haben ihm nie gesagt, er darf kein Computer spielen oder sowas. Aber diese Dornen sind gewachsen und gewachsen. Und das Reich Gottes wurde in ihm erstickt. Es saugt einfach alle Kraft auf in deinem Denken. Ob das nun, weißt du, deine Kraft, deine Zeit, deine Energie, deine Aufmerksamkeit ist, du wirst nichts mehr übrig haben für das Reich Gottes. Und auch scheinbar harmlose Vergnügungen nehmen immer mehr Überhand und Überhand und diese Dornen ersticken dich. Ob das nun Sorgen sind oder Freuden der Welt. Also ob du zu sehr eingenommen bist durch den Kummer oder zu sehr eingenommen bist von Freuden und von Genuss. Deine Prioritäten sind falsch gesetzt. Bei manchen ist es die Arbeit oder das Studium oder ein Hobby oder irgendwelche Unterhaltungen oder deine Gesundheit, weil du dich mit nichts anderes beschäftigst. Oder es sind irgendwelche Freunde, irgendwelche Partys oder es ist dein Garten oder es ist dein Smartphone, was auch immer. So viele Dinge, die an sich jetzt gar kein Problem wären. Aber all das wuchert über und du gibst diesen Dingen so viel Raum in deinem Leben, dass dir alle Energie geraubt wird und das Wort wird in dir erstickt und erstickt. Dieser Unkraut, dieser Welt, er erwürgt dich. Hier ist wirklich eine Warnung für jeden von uns, dass wir uns nicht ablenken lassen. Wir haben alle unsere Sorgen, wir haben alle unsere Freuden und Vergnügungen in diesem Leben, aber dass du nicht zulässt, dass diese Dinge dich so überwuchern, dass du das Wort Gottes vergisst. Ist das so, dass in deinem Leben eigentlich kein Raum, kein Platz ist für den Glauben? Es kann sich gar nicht entfalten. Bist du so jemand? Vielleicht sagst du, eigentlich habe ich schon irgendwie Interesse an Gottes Wort, aber du dringst nie durch zu einer wahren Entscheidung, zu festen Entschlüssen, sondern im Grunde merkst du, wie dieses Unkraut dich immer mehr einschnürt und dir die Luft zum Atmen entreißt und du im Grunde erstickst. Flehe doch, wenn du das merkst und wenn du das zugelassen hast in deinem Leben, dass so viele Dinge mehr und mehr Überhand genommen haben und du keinen klaren Kopf mehr hast für den Herrn, dann flehe doch darum, dass der Herr in seiner Heiligkeit dieses Unkraut verbrennt und du endlich wieder Luft zum Atmen bekommst, Himmelsluft atmen kannst. Endlich mehr wieder siehst als die Sorgen und die Vergnügungen dieser Welt und dir endlich wieder Gedanken machst um das Reich Gottes, auf das es wirklich ankommt. Möge das der Fall bei dir sein in deinem Leben, dass du befreit wirst von diesen Dornen. Und nun die vierte und letzte Bodenart hier und die repräsentiert den rettenden Glauben. Vers 15. Das in der guten Erde aber sind die, welche in einem redlichen und guten Herzen das Wort, nachdem sie es gehört haben, bewahren und Frucht bringen mit Ausharren. Also die gute Erde meint hier ein redliches und gutes Herz. Das heißt, ein Herz, das empfänglich ist für das Wort Gottes. Was sind das für Herzen? Und die Schrift lehrt es uns an vielen Stellen. Es sind die Herzen, wo die tiefen Furchen der Sündenerkenntnis und der Demütigung und der Buße vorhanden sind, wo der Herr dieses Werk bereitet hat, der wahren Buße. Wir lesen das in Jeremia Kapitel 4 und Hosea Kapitel 10, dass der Herr dem Volk sagt, pflügt ein neues, nicht auf euren Feldern, sondern in euren Herzen, umgrabt eure Herzen, tut von Herzensgrund Buße, denn nur solcher Boden ist wahrer, fruchtbarer, guter Boden. Wo da kein hartes Herz mehr ist, sondern ein zerbrochenes, ein aufgebrochenes, ein beflügtes, ein weiches, demütiges, bußfertiges Herz. Dieses Herz ist gut und redlich. Es ist passend, das Wort Gottes zu empfangen, anzunehmen und ewiges Leben zu finden.
Was sprach noch gleich der Messias? In Jesaja Kapitel 61 lesen wir, dass Christus sagt: Der Geist des Herrn ist auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen, zu verbinden, die gebrochenen Herzen sind, die aufgebrochen sind, die nicht mehr so felsig sind. Für die ist Christus gekommen. Ihnen sät er das Wort des Lebens, die gute Botschaft. Die weinen und klagen über ihre Schuld. Wie heißt es in Jesaja, in Psalm 34, Vers 19? Nah ist der Herr denen, die zerbrochenen Herzens sind und die zerschlagenen Geistes sind. Die rettet er. Oder in Psalm 51 sagt David: Du hast keine Lust an Schlachtopfer, sonst gebe ich es. Brandopfer gefällt dir nicht. Die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist und ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du Gott nicht verachten. Gemeint ist wahre Bußfertigkeit. Das ist der wahre und gute Boden, der wahre Frucht hervorbringt. Nicht hartherzig und gleichgültig wie die Pharisäer, von denen wir gelesen haben, sondern wie diese Sünderin, von der wir gehört haben, die in Wahrheit zerbrochen ist über ihre Schuld. Hier ist gute Botschaft für schlechte Menschen, wie dich und mich. Keiner von uns ist gut. Keiner von uns ist gut. Aber das Herz ist gut, das darüber trauert und sich demütigt und Gott Recht gibt und sagt, du hast Recht. Auf diese Furchen, auf dieses Acker wirft Gott sein Wort und es wird Leben hervorbringen. Das in der guten Erde aber sind die, welche in einem redlichen und guten Herzen das Wort, nachdem sie es gehört haben, bewahren und Frucht bringen mit Ausharren. Was unterscheidet jetzt diese Bodenart von allen anderen? Nun sieh, dieser Boden, er wächst und gedeiht und bringt Frucht. Er bringt Früchte der Buße und zwar mit Ausharren, also dranbleiben. Es ist nicht ein kurzer Moment, ein Feuerwerk und dann ist man beeindruckt, was da alles passiert. Es ist anhaltend, es bleibt in dem Leben eines Christen. Das heißt, trotz der Angriffe des Satans, wie er das Wort rauben will, trotz der Zeit der Versuchung und der Bedrängnis, trotz der Dornen, die alles ersticken wollen, Sorgen und Vergnügungen und Freuden der Welt, durch alles hindurch, ausharren, dranbleiben. Ausharren ist genau das Gegenteil von Abfallen. Es ist, trotz allem Widerstand, zu überwinden. Es ist mehr als ein temporäres Interesse. Es meint, das Wort zu bewahren wie ein Schatz im Herzen, es nicht herzugeben und so, dass das Wort sich entfalten kann und anhaltende ewige Auswirkung hat. Nur wahrer Glaube bleibt. Er bleibt. Woran erkennt man wahren, rettenden Glauben? Daran, dass er bleibt. Daran, dass er nicht abfällt. Christus lehrt uns, was jeden Sonntag passiert, wenn wir das Wort Gottes predigen oder wenn wir es auf den Straßen verbreiten oder wenn du es weitersagst an einen Menschen. Immer, wenn das Wort Gottes gepredigt wird, wird es gesät. Und immer wieder geschieht dieser Vorgang. Ein geistlicher Vorgang, der uns hier durch ein Gleichnis gelehrt wird. Immer, wenn das Wort gepredigt wird, wird offenbart, mit welchen Herzen du es zu tun hast. Also Christus spricht vor einer großen Menge in allen Städten dort, aber nur einige von ihnen nehmen das Wort Gottes wirklich an und bringen Frucht mit Ausharren. Sag, wie ist es bei dir? Bei dir. Wie reagierst du auf Gottes Wort? Weißt du, es ist wichtig zu verstehen, dass wenn du eine Predigt hörst, dann überlegst du vielleicht manchmal, ja, war die Predigt gut oder nicht? Weißt du, was in Wirklichkeit passiert? Jede Predigt prüft, ob du gut bist oder nicht. Jede Predigt, jedes Mal, wenn das Wort Gottes gepredigt wird, wird dein Herz offenbart und geprüft und bewertet. Nämlich, wie dein wahrer Herzenszustand ist. Was für ein Herz wohnt da an deiner Brust? Ein gutes, das heißt ein bußfertiges, ein gläubiges Herz, das das Wort bewahrt, das danach tut, das auf Christus hört, das wahre Frucht bringt, mit Ausharren. Du musst nicht überlegen, ob du heute Gottes Wort gehört hast. Du hast es gehört. Die Frage, mit der du dich beschäftigen solltest, ist, wie hörst du Gottes Wort? Die Frage ist nicht einfach bloß, hörst du Gottes Wort? Die Frage ist, wie hörst du es? Denn wenn wir den Vers 18 dann lesen in demselben Kapitel, werden wir uns bald anschauen, so Gott will, einer der wichtigsten Sätze, da heißt es, Vers 18,
Seht nun zu, wie ihr hört. Wie ihr hört. Achte nicht bloß einfach darauf, dass du hörst. Achte vielmehr darauf, wie du hörst. Wie hörst du denn? So, dass sich etwas verändert in deinem Leben? Dass da wahrer Glaube da ist, dass Frucht entsteht? Oder hörst du und hörst du und hörst du und es tut sich rein gar nichts in deinem Leben? Es heißt im Hebräerbrief, dass das Feld, das ständig beregnet wird, wo ständig gearbeitet wird und doch keine Frucht bringt, dass es bereit steht, abgebrannt zu werden. Das ist, was es im Hebräerbrief heißt, verstehst du? Das Gericht wartet auf dich. Darum betet doch, wie es heißt in Jesaja Kapitel 50, Vers 4. Da heißt es, der Herr weckt mich. Ja, morgen für morgen weckt er mir das Ohr, damit ich höre, wie Jünger hören. Herr, schenk doch, dass ich höre, wie Jünger. Dass ich wirklich höre. Dass ich glaube und gerettet werde. Oder ist das Wort zugleich bei dir weg? Jetzt, wenn du diese Tür verlässt, du hast alles gehört, aber es bleibt rein gar nichts bei dir. Oder ist es so, dass du jetzt vielleicht voller Freude das alles hörst, aber du warst in Wirklichkeit nur oberflächlich dabei und da ist keine Wurzel. Vielleicht gehst du nach Hause und du würdest gerne vielleicht über diese Dinge nachdenken, aber die Sorgen, die Ablenkungen und all die Freuden, all das führt dazu, dass dieser Glaube erstickt wird. Sag, wie ist der Zustand deines Herzens? Möge das Wort tatsächlich heute bei dir ankommen. Möge der Herr schenken, dass das Wort nicht vergeblich an dich gesprochen ist. Möge der Herr dir Gnade schenken, dass hundertfach Frucht entsteht. Hundertfach Frucht mit Ausharren. Möge der Herr sich deiner und meiner Seele erbarmen. Amen. 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 Lass uns aufstehen und beten. Unser Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du so sprichst, dass deine Schafe deine Stimme hören können, dass wir verstehen dürfen, was du sagst. Wir danken dir, Herr, dass du selbst die Ohren öffnest oder verschließt, dass du so sprichst, dass die gerettet werden, die du retten willst, und dass die nicht verstehen und glauben und gerettet werden, die du nicht retten willst. Und von ganzem Herzen danken wir dir, Herr, dass du uns die Gnade geschenkt hast, dass wir recht hören und verstehen dürfen. Dass dein Gleichnis uns nicht leer zurücklässt und wir nicht verstanden haben. Wir vielleicht denken, du gibst irgendwelche Tipps für die Landwirtschaft, sondern dass wir wissen dürfen und sogar nochmal von dir erklärt haben dürfen, was du uns sagen willst. Herr, und wir flehen, dass dein Wort nicht vergeblich gesprochen wurde an uns, dass niemand hier, sei es, dass er vielleicht noch gar nicht bekehrt ist, oder sei es schon, dass er seit Jahrzehnten sich Christ nennt, dass niemand von uns zu einem dieser drei ersten Ackerfelder gehört. Dass niemand hier das Wort zwar gehört hat, aber es ist auf den Weg gestreut und der Satan kommt und nimmt es weg und es bewirkt einfach gar nichts. Kein Glaube, keine Rettung. Dass niemand von uns ein Feld ist, wo gestreut ist auf felsigen Boden und wo für einen Augenblick alles aufsprießt und man aufsprost und man begeistert ist. Aber da ist keine Wurzel. Und in der Versuchung verdorrt alles. Und es zeigt sich, dass das alles nur oberflächlich war. Und dass niemand von uns so ein Feld ist, so ein Boden ist, wo unter die Dornen gestreut wird. Und wir hören es vielleicht und dann beschäftigen wir uns mit so vielen anderen Dingen, mit all den Sorgen der Welt und dem Reichtum und den Vergnügungen der Welt. Und dein Wort hat gar keine Chance bei uns, weil alles andere uns viel wichtiger ist und uns viel mehr beschäftigt. Sondern lass uns solche sein, die in einem redlichen und guten Herzen, weil es von dir aus Gnaden vorbereitet ist, was mit so einem Herzen dein Wort hört, wo es auf guten Boden fällt, auf ein aufgebrochenes, ein zerbrochenes, demütiges, gläubiges Herz. Und lass dein Wort aufgehen,
und Frucht bringen, hundertfach zur Ehre des Vaters. Herr, das ist unser Wunsch, dass niemand hier ist, der dein Wort hört und doch verloren geht. Dass niemand hier ist, der dein Wort hört und vielleicht sogar gerettet wird, aber gerade so mit kleiner und mickriger Frucht, sondern dass wir alle wirklich Glauben und Rettung haben, dein Wort bewahren in unseren Herzen und dass wir danach tun, dass wir alle vielfach, hundertfach Frucht bringen zu deiner Ehre. Dass du in dieser Gemeinde viele gesunde Pflanzen hast, die Frucht bringen, die dich ehren. Durch das rechte Hören, das rechte Glauben, das rechte Tun. Dass wir ausharren darin, dass unser Glaube sich als echt beweist. Auch wenn der Satan kommt und rauben will, wenn die Vögel kommen und fressen wollen. Auch wenn vielleicht manchmal die Hitze brennt und die Dürre kommt. Auch wenn Sorgen und Vergnügungen kommen, vielleicht Reichtum kommt. Herr, dass auch wenn all diese Dinge auch auf uns kommen, dass doch unser Glaube ausharrt und sich bewährt gegen all diese Versuchungen und wir nicht abfallen, sondern Frucht bringen mit Ausharren. Herr, darum beten wir und wir können es nicht selbst tun, wir können nicht selbst unser Herz verändern, du allein kannst es tun. Wir flehen, Herr, dass du es tun mögest. Dass du dafür sorgst, dass wirklich jeder hier glaubt und Rettung hat und hundertfache Frucht bringt. Zu deiner Ehre allein. Amen. Amen.